Jetzt haben wir mal so ein bisschen mehr vorbereitet. Also wir. Ich habe so ein bisschen vorbereitet. Und vor wie die das da. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wasserbomben. Und mit 6 Wasserbomben werden wir jetzt 6 geile Sachen machen. Und 6 ist so eine geile Zahl. Nee, weil das ist die da. Wow. Übrigens, ich habe das jetzt das erste Mal auf diesem Kanal, dass Wasserbomben-Videos im großen Bildformat sind. Wow, Jubiläum. fangen wir mal an mit einfach. Ich würde jetzt einfach sagen, wir fangen an mit dem ganz einfach auf die Straße schmeißen. Batsch. So, nächste Wasserbombe. Machen wir jetzt schon mal ein bisschen härtere Sachen. Ich überlege gerade noch. Ach ja, meine Oma hat so eine nagelneue Treppe bekommen. Ne? So, wir haben hier so ein Zweihaus unter uns und die Oma. Über uns wohnen wir. Über uns. Und der wohnen wir. Und da schmeiße ich jetzt einfach mal Wasserbomben drauf. Tschöckelitten. Tschöcksel. So. Dann nehmen wir mal nächste Wasserbombe. Übrigens, die nehmen wir zum Ende, weil die am größten ist. Nächste Wasserbombe. Soll ich dich jetzt echt mal lachen? Nee, das mach ich. Nee. Ich überlege gerade, ehrlich gesagt, noch. So, jetzt kommt ein Auto. Wie immer auf der Aufnahme. Ich habe eine geile Idee. Wir haben noch ein bisschen nach vorne gelaufen. Und zwar schmeißen wir hier auf Dienstag. Das haben wir schon gemacht. Video. Wir schmeißen auf dieses Dach. Ja, komm, machen wir jetzt. Auch wenn wir auch schon mal auf dem Dach geschmissen haben, und das bestimmt der gleiche Effekt ist. Machen wir jetzt einfach trotzdem. Da ist die Wasserbombe. Das hat erstmal. Es ist auch ein bisschen dunkel auf dem Display, denke ich mal. Das kann ich nicht verantworten, dass die. Weil es ist ja jetzt Herbst, da wird es jetzt ja schon um 6 Uhr dunkel. Die Straßenlaterne. Deswegen haben wir eigentlich Straßenlaterne überhaupt gesagt. Ich würde sagen, das nächste schmeißen wir auf unser. Ja, jetzt wisst ihr wieso, dass es mein Auto ist. Das ist nicht mein Auto, aber das Auto meiner Eltern. Und Mann! Ich hoffe, ihr habt das jetzt trotzdem gesehen, aber ich habe voll daneben geschmissen. Ich habe schon draufgeschmissen, aber es weggehüpft. Scheiße, aber daher will ich das trotzdem hochladen. So, Entschuldigung für den kurzen Cut. Meine Tante kam, die übrigens auch bei meiner Oma wohnt, hat sie beschwert, dass die Treppe nass ist. Und hat gesagt, ich war's. Aber ich war's nicht. Also, sie jetzt jedenfalls hoffentlich. Und ich würde sagen, wir wollten jetzt zum Schluss auf das Dach meine Nachbarin schmeißen. Überlege ich mal ganz kurz. Wäre es denn geeignet? Hier, ich habe eine Idee. Ich habe doch. Ach, das habe ich ja gar nicht hochgeladen. Ich habe mal in einem Video probiert, eine Wasserbombe hier oben auf das Dach zu schmeißen. Das will ich jetzt einfach wiederholen. Scheiß drauf, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Ich schmeiß einfach da hoch. Es hat schon wieder nicht funktioniert. Schon wieder in die Hecke gefallen. Gut, das war jetzt ein mysteriöses Misthack. So, jetzt da das Dach. Ich nehme das jetzt einfach mal als Special, als 6 Abonnenten Special. Ich glaube, wir haben hier 6 Abonnenten. Und ach übrigens, hier, mal ganz kurz, bevor wir das machen, damit ihr dran bleibt, werde ich das jetzt dann machen. Aber jetzt müssen wir kurz erklären. Der Kanal, wir laden jetzt, ich glaube schon zu, wird auf dem Kanal Sachen hoch. Das heißt, 4 Leute haben diesen Kanal zur Verfügung, können was hochladen. Auf jeden Fall kommt jeden Tag was. Wenn ein Tag nichts kommt, dann sind wir wahrscheinlich alle krank oder tot. Deswegen wollte ich nur mal darauf hinweisen, dass ich den Kanal hier nicht alleine betreibe. Habt ihr vielleicht sogar schon gemerkt, weil ihr andere Personen vielleicht schon gesehen habt. Ich habe so Angst, dass sie das mehr, dass ich das war. Ich hoffe, man kann hier überhaupt nur ein Ding erkennen. Scheiße, Mann. So, das war's mit dem Video. Ich sag Tschüss und das Kreuz sagt auch Tschüss. Ciao.